Boah, was geht hier draußen gerade? Entweder ist hier gerade so ein Marsch oder so. Alter, was ist das? Oder meine Eltern hören saulaut Musik, keine Ahnung. Tag 26. Nur noch 4 Früchte in dem Gebiet und eigentlich müssten wir das ja sogar komplettieren können. Wir müssten ja in der Lage dazu sein. Eigentlich. So, jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst zum Boss? Ich glaube schon, weil dann haben wir einen kompletten Tag für einen Bossfight Zeit. Das macht eigentlich immer am meisten Sinn. Die große, große, große Frage ist jetzt nur, was für Pikmin nehmen wir mit zum Fighten? Ich würde sagen, die Flügel-Pikmin lassen wir komplett daheim. Von denen nehmen wir 10... 20, 30. Ich glaube, wir nehmen eine 20, 30, 20, 30 Aufteilung. Wasser-Pikmin vielleicht, falls wir im Wasser irgendwas machen müssen. Die gelben, falls wir irgendwie, falls der Gegner groß ist und wir nur hochkommen. Wo müssen wir jetzt lang? Hier lang, genau. Dann noch, was gab's noch? Hier. Boah, was ist das da draußen? Ich glaube, meine Eltern hören saulaut Musik. Keine Ahnung. Aber ich höre halt nur, das ist so das Problem, wenn man Musik nur so ganz dumpf hört. Ah, ich gehe falsch. Wenn man Musik nur so ganz dumpf hört, dann, also so ganz von weit weg, dann hört man ja nur Schlagzeug so ein bisschen und Bass vielleicht, ja, aber mehr auch nicht. So, bam, bam, bam. Kein Problem hier. Auch wenn die Gegner schon relativ schnell wieder neu spawnen. Ich weiß nicht, ob das für die Wasserlebewesen auch gilt, aber ich glaube schon, ja. Ich meine, hier ist alles wieder neu gespawnt. Von daher, 2 Tage ist schon schnell. So, jetzt bin ich gespannt, was es hier für einen Boss gibt. Und eigentlich habe ich schon wieder Angst, ihn zu triggern, weil da wieder sau viel passieren wird. Ich gehe erstmal mit den blauen voran. Ist vielleicht die beste Wahl. Ich weiß es nicht. Lebenszeichen von dort. Ich habe Angst. Ich habe ohne Mist, ich habe Angst. Das hier ist eine riesige Frucht. Das sehe ich richtig. Okay. Aber wir gehen erst einmal zurück, weil, weil wir eh die hier dafür brauchen. So, ich nehme mal nur 8 Stück mit, das ist gut. Ja, da gut, 12 ist auch in Ordnung. Die große Frage ist nur, was triggern wir jetzt, wenn wir hier das Ding zerstören? Ich nehme an, da werden wir relativ... Also ich meine, guckt euch das... Okay. Das ist auch nicht eine riesige Blume. Das erinnert mich jetzt wiederum so ein bisschen an Flaggen. Wow. Alter. Wieso habe ich jetzt plötzlich alle Pikmin? Und wieso kann ich hier nicht mehr zurückgehen? Boah, guckt hier. Soll das auch so eine Art Spinne im Wasser darstellen? Weil die hat ja auch wieder so... 4 Beine, was eigentlich schon keinen Sinn mehr macht, wenn es eine Spinne sein soll, aber egal. Wieder 4 Beine, so wie das bei allen von diesen komischen Spinnen da der Fall ist. So, ich nehme einfach mal die... Wo soll ich den denn angreifen? Erstmal irgendwie so ein Schild suchen. Ah, da hinten ist so ein Erklärbär-Schild. Wunderbar. Jetzt holen wir uns mal. Boah, krasser Scheiß, ey. Das könnte ein langwieriger Boss werden. Dürfte auf jeden Fall viel Ausdauer besitzen. Man hat eine halbe Stunde braucht, um hier drüber zu fliegen. Oh, dieses unerträgliche Schiff. Es mag einmal das Beste auf dem Markt gewesen sein, aber es ist kein Vergleich zu meiner geliebten Dolphin. Doch um sie wiederzubekommen, muss ich Schätze finden und unsere Schulden abstottern. Captain Olimar. Ja, wo ist jetzt bitte der Hinweis gegenüber diesem Boss? Hallo. Wo soll ich denn hier... Soll ich einfach mal hier dran werfen? Ach, okay, hier, hier sollte man also nicht unbedingt dann, ja, also wenn er hier in den Sumpf tritt, soll ich ihm gegen die Zehen schlagen? Ist das die richtige Art und Weise? Gegen die Zehen? Die Füße sind angreifbar, gut zu wissen, das ist doch schon mal, ein Ansatz. Zack, 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 zack. Und er dürfte uns eigentlich auch nicht so viel anhaben, wenn er auf die Pikmin drauf trampelt, weil es sind Fels-Pikmin, ja. Die haben eine Resistenz dagegen, in der Theorie. Also eigentlich auch in der Praxis, aber... Boah. Das lässt du mich vielleicht mal hier so ein bisschen lang gehen. Dankeschön. So gar nicht einengt, dieser Kampf oder so. So bam, 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 bam. So langsam dürftest du vielleicht mal ein bisschen Aua-Aua haben.
Hallo. Kannst du mal ein bisschen Aua haben, bitte? Okay, jetzt hat das erste gekillt. Wahrscheinlich von zu viel Zermatschen oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was du hier so richtig... Boah, die kommen ja nicht mehr zurück. Dann guck dich das an. Von hinten kann ich ihn nicht angreifen. Das ist Fakt. Und hier sterben alle nur, weil sie ertrinken. Ich muss ihn irgendwie seitlich am besten, damit die... Ja, und dann geht er in die andere Richtung. Nee, ich glaube, seitlich ist am besten. Ich glaube, wenn ich seitlich hinkriege, dann ist super. Ja, aber so langsam würde ich gerne diesen Fuß hier mal töten. Boah, jetzt haut er aber ab. So langsam hat er Schiss bekommen. Dann guck dir mal das, den Fuß hier an. Ah, okay. Geschafft, das ist die Chance. Wofür? Einfach den Kristall hier kaputt zu schlagen oder was? Haut gegen! Ich hoffe, das meinte sie damit. Stehen wir jetzt da drauf? Nein, wir stehen nicht da. Ja, jetzt habe ich komischerweise wieder alle Pinken. Ja, gut gemacht. Ja, richtig, genau. Das wollte ich so. Danke, dass ihr mir meine Taktik zerstört. Danke ans Spiel. Ich mag dich auch. So, wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Wir hatten 21 noch über, ne? Ja, 9 Stück sind gestorben. Das ist in Ordnung. Das kann man so noch hinnehmen. Das ist ein akzeptabler Verlust. Dafür, dass ich den Boss überhaupt mal freigelegt habe. Das ist gut. will ich jetzt hier überhaupt... Boah, diese Löcher hier, die bleiben auch so lange, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja. Boah, jetzt raged da, ey. Guckt euch das an. Ah, und jetzt soll man da drauf? Nein, soll man nicht. Keine Ahnung. Die große Frage ist halt nur, wie mache ich das am besten, wenn... Ja, weil eigentlich muss ich immer ziemlich viel Damage reinhauen, sobald ich mal wieder seine Schwachstelle so weit freigelegt habe. Ja. Aber ich kann ja hier nicht alle Pikmin mitnehmen, weil wenn ich hier alle Pikmin mitnehme, dann wird das der große Untergang, weil... Ja, wenn du hier einmal nicht richtig ausweichst oder so, dann bist du am Arsch. Ja, dann sind alle Pikmin hier am Verrecken. So, das war jetzt... Nee, reicht das noch nicht? Wie oft soll ich noch den Fuß angreifen? Boah, krass, ey. Aber vielleicht würde es auch mehr Sinn machen, mit anderen Pikmin gegen den Fuß zu hämmern. Ich habe jetzt halt gedacht, so ein hartes Vieh sollte man vielleicht auch mit harten Pikmin bekämpfen, aber ist vielleicht... Ja gut, eigentlich macht es schon Sinn, wegen dem Zerquetschen halt. Du hast eine Resistenz gegen ihn dadurch. Kann man dann auf ihn drauf, wenn er sowas macht? Weiß es nicht. Jetzt kann man auf jeden Fall an ihn drauf. Das ist die Chance. So, jetzt hämmer gegen ihn. Hämmer einfach gegen ihn. Das macht sowas von null Schaden. Ja. Ja. Geil. Kannst du... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt unbedingt hätte verhindern sollen, aber ich glaube, es ist die falsche Methode, hier mit den Felsen hinzugehen. Boah, diese Zunge, ey, das ist so eklig. Ja, es ist eigentlich die falsche Methode. Ich glaube, wir gehen hier nochmal runter. Tschüss, mein Freund. Ich hau ab. So, jetzt haben wir noch 7 übrig. Das ist nicht so toll. So, jetzt gehen wir am besten mit den restlichen mal hier hin. Am besten mit den... Ich würde sagen, mit den roten. Weil die halt am stärksten sind. Sind jetzt vielleicht nur 20, aber die hat man auch am besten dann unter Kontrolle. Und von denen kann man dann auch nicht so viel... Boah, wie lange braucht der denn, um wieder aufzustehen, ey? Das ist richtig krass. So, hol die Zunge raus, hol die Zunge raus. Ist mir egal. Nein, okay, ist mir nicht egal. Ja, dafür, wenn er jetzt schlägt, braucht er relativ lange, um wieder... Um hier wieder... Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir irgendwie welche retten. Kommt ihr hier hin? Ich hoffe es. So, und hier haben wir auch noch ein Problem, weil der da hinten auch nicht rauskommen will. Ja, komm mal her. Ja, gut, eins ist noch gestorben, ist in Ordnung. Dafür ist der Fuß hier noch angedatscht, das ist gut zu wissen. Ah, jetzt kommt er gespurtet hier. Ja, aber ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn man den Fuß als erstes komplett attackiert. So, du gehst erstmal hier weg.
Ach fuck. Es ist so unübersichtlich hier alles. Es ist so krass. Und ein Pikmin ist da hinten am Gammeln. Macht nichts, das kriegen wir. Ja, jetzt haut er natürlich wieder mit dem Fuß ab, ist klar. Ja, der Kampf hier könnte eine Weile dauern. Also das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich meine, seht es euch an. Das Wichtigste wäre eigentlich nur, dass wir, wenn wir ihn attackieren können, dass wir dann noch richtig Damage draufhauen. Ich meine, er bleibt ja so lange oben. Ich weiß nicht, ob das Damage-bedingt ist, wie lange er oben bleibt, oder ob das anderweitig bedingt ist. Aber ich glaube, wir gehen nächstes Mal mit allen. Naja, mit allen ist auch blöd. Aber mit so 12, mit so 20 Stück wäre schon besser. Ja, und jetzt, das ist unsere Chance. Ja, okay, wir nehmen 10. Wir nehmen nur 10 in Anführungszeichen, aber wir motivieren sie. Vielleicht geht es dann, sollte dann trotzdem ein bisschen schnell gehen. Wenn er jetzt nämlich die Zunge rausholt. Nein, macht er nicht. Okay. Jetzt holt er die Zunge. Das ist gut. Wenn er die Zunge nämlich holt, dann braucht er eine ganze Weile, bis er da erstmal geschleckt hat. Und er kriegt kein einziges Pikmin. Ist optimal. Na komm, macht ein bisschen Damage. Nein, jetzt. Das klappt trotzdem, oder? Man kann. Wow! Alter! Übertreib! Krasser Scheiß. Okay, darauf ist er ein bisschen allergisch, wenn man dann auf ihm drauf bleiben will. Aber wir haben ihn ordentlich abgezogen. Und ich glaube, wir brauchen nicht mal mehr ein Ultra-Motivier-Spray oder so für den letzten Schlag. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder an den Fuß rankommen. Ja. Und jetzt spastet er wieder ab. Und zwar endgültig, weil jetzt können wir nicht mal mit dem Wasser. Also, jetzt müssen wir hier mit dem Wasser auch noch ziemlich aufpassen. Boah, ich glaube, ich gehe mal entgegen, ey. Ich glaube, das ist besser. Weil bis wir jetzt hier warten, bis die Wasserlachen wieder wechseln und so, das kann Ewigkeiten dauern. Außer, dass ich hier ein bisschen Schiss habe, dass er hier auf. Aber der kann ja nicht aus dem Sumpf raus. Nee, das kann ja nicht sein. Von daher ist das schon gut so, wie wir es machen, ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr on-topic kommentiere hier, aber meine Güte, es ist ein schwerwiegender Boss. Da muss man auch ein bisschen aufpassen hier, ja. Es ist nicht allzu einfach. Wow, ja, Beeilung ist gut. 55 sind... Alter. Oh nein. Sag nicht, Charlie ist am Arsch. Kommt hier raus. Kommt doch mal hier raus. Och, du Scheiße. Toll, jetzt haben wir noch eins. Das ist gut. Das eine macht es. Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Wo soll ich ihn jetzt... Na, kommst du hier raus? Kommst du hier raus? Ey, du kommst... Och, Mann. Ja, weil eigentlich würde ich ihn schon noch gerne besiegen, ne? Aber andererseits... Charlie wird unter dem gelassen, der kriegt das hin. Aber andererseits, ne? Der kann ganz schön viel hier zerstören, wenn man Pech hat. Wow, 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 wow. Vor allem kann er Charlie zerstören, wenn man Pech hat. Naja gut, wenn ein Captain stirbt, wird das jetzt nicht die große, also größte Übel sein. So, einmal hier drauf. Ja, das ist gut so. Nicht zu viel dran schicken, damit er, wenn er so abstößt, halt nicht, damit es dann nicht so schlimm ist. Ja, das ist die Ach, der jetzt schon. Jetzt schon. Na dann. So, einmal dran und jetzt weg am besten. Nein, das ist blöd. Nein, jetzt macht er die Zunge. Ach, scheiße. Damit haut er jetzt ganz schön viele weg. Aber egal. Jetzt gehen wir nochmal dran. Bitte lass es ihn. Lass es jetzt gewählt. Nein, er geht nochmal rum. Fuck. Aber egal, es war's. Ich glaube, die sind noch gerettet, die er jetzt am Ende gefressen hat. Boah. Ja, ich glaube, diese Frucht würde ich nicht essen. Also, wow. Das ist Louis? Okay. Oh, das ist Olima. Ob es ihm gut geht? Ist das ein Raumschiff? Dann muss es Olima gehören. Sieht mir nicht mehr nach Flug. Sieht mir nicht mehr flugtauglich aus. Wir sollten erst einmal umkehren und Olima zu Drake bringen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. 61, keins ist verloren. Ja, das ist mal wieder so wie vorher. Boah, guck dich dieses Vieh hier an, ey. Krasser Scheiß. Tragen können wir jetzt eh nicht mehr, also das kann man vergessen. Hier gibt es noch so eine... Was diese Pilze hier bringen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die stehen ja bei jedem Bosskampf irgendwie rum, aber so richtig...
Und hier haben wir das Raumschiff von Olima. Also, ja, wirklich von Olima diesmal. Also, nicht von Louis. Ja. Das war ein ordentlicher Bossfight. Also, einen Tag lang. Ja, liegt halt überwiegend daran, dass man für die. Ja, bis man die Boss überhaupt treffen kann, so eine Ewigkeit einfach braucht. Ob man das jetzt gut finden will oder nicht, das sei mal dahingestellt, ne? Aber. Ja. Es ist auf jeden Fall episch gemacht. Und diese Bossfights sind auch episch aufgezogen, das kann man nicht sagen. Wurde ja schon ein bisschen kritisiert in den Kommentaren, dass sie zu lang sind. Heute haben wir keine Früchte gesammelt, das macht nichts. Am kommenden Tag. Das gibt heute ein Fest, mal am kommenden Tag werden wir wahrscheinlich alles abrocken hier in Sachen, die es gibt. Keine Ahnung. Am besten, wir gucken jetzt mal. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Wir gucken jetzt am besten mal, was für Pikmin wir noch am ehesten brauchen. Was wir. Okay, wir haben. Ja. Ja, Felsen haben wir schon ganz schön viele, ne? Aber Flügel könnten wir noch ein paar gebrauchen. Ja, Wasser braucht man auch mal ein bisschen mehr. Aber ich glaube, wir schicken es zu uns Flügeln. Ich glaube, das ist am besten. Als diese gigantische Kreatur besiegt war, tauchte daraus plötzlich Olima auf, der für sie wohl ungenießbar war. Ob er die Drake in dieses Gebiet gesteuert hat, um zu seinem versteckten Raumschiff zu gelangen und zu entfliehen? Um zu seinem verstecken Raumschiff zu gelangen und zu entfliehen? Sein Raumschiff schien allerdings beschädigt. Morgen wird er uns einige Fragen zu beantworten haben, Alf. Durchaus, ja. Aber ich habe ihn ja bis jetzt noch nicht mal mit aufs Schiff genommen, oder? Haben die ihn mitgenommen? Ich weiß es nicht. Oder hätte ich den tragen müssen? Das ist mir jetzt erstmal noch schleierhaft.